So, da sind wir wieder auf der River Bend Springs im LS 25. Jo, was soll ich sagen? Auf in die Erbse, wa? Kating. So. Laterne an. Das muss an. Da muss ich mal eben gucken. Ich habe ja einmal das. Ah, die 6. Das machen wir zuerst. Genau, das machen wir zuerst. Das ist das Feld, was unten liegt, genau. Ja, wie ihr vielleicht oben sehen könnt, den Holztransport habe ich nicht zu Ende gemacht. Noch nicht. Ich habe jetzt quasi da, wo wir letzte Folge aufgehört haben, direkt wieder angefangen. Darum der Wegen. Steht da oben Holztransport, Auftrag, Holztransport 24%. Also. Da hat sich noch nichts getan. Ich mache jetzt erst die Erbsen weg. Und danach werde ich mich wieder dem Holz widmen. Ohne euch. Das mache ich dann. Ne? Verstehst du, ne? Ja, wir blinken, weil wir ja abbiegen möchten. Bin ich jetzt nur blöd? Ja, mein Kind. Aber sehr steil. Na gut. Wir haben ein Kettenlaufwerk. Fahren wir hier runter. Ganz vorsichtig. Ach du meine Schnecke, wir fahren hier um die Ecke. Prost! Aber irgendwie bin ich jetzt noch verkehrt. Nee, doch nicht. Am Ende. Die 6 war es ja auch. Genau. Aufklappen brauchen wir nichts. Sieht so aus, ne? Nicht. Wir klappen nicht auf. Das ist ein Ding. Dann machen wir das weg. Halt. Nee, nix, 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 nix. So. Aber so machen wir das. Mal ein bisschen was alleine machen, ne? Oh. Auf geht's. So werden Erbsen gedroschen oder wie sagt man dazu? Gepflückt. Ja, gedroschen, ne?
Erbse hin, Erbse her, rund um die Erbse, das ist nicht schwer. Prost! Wenn noch einer muss, aber dann nicht Schluss, ne? Hm. Frau Hübenberger? Oh ne, es war Herr Hübenberger. Ich messe 1,26 Meter. Hey Marie, 1 Meter. Bitte, danke. Und das wird schon wieder dunkel draußen. Das klärt sich auf zum nächsten Wolkenbruch. Einfach toll. Geilomat, oder wie das heißt. Geilomat. Kann ich mir mal meinen Außenthermometer da sehen. Ne? Nee. Marianne, was ist los? Was hast du, mein Mädchen? Ja, du. Ja. Was denn? Die sagt mir nie, was sie will. Kommt sie an und legt mir den Kopf aufs Bein. Dann willst du sie puscheln, haut sie wieder ab. Du bist eine Trine. Unsere Bummeltrine, ne? Guck mal, haben wir die erste Runde ja gleich schon hinter uns. Auch nicht schlecht. Marie-Louise. Ach ja. Ja. Du bist ein ganz armer Hund, ne? Ja. Dich hat keiner lieb, ich weiß. Ach Mann. Du dicke Tante. Hm? Trabant, Trabante. Unsere Mama ist eine dicke Tante. Die Hütte steht da ein bisschen doof. Wollte ich nur mal so sagen. So, sehen Sie, ja.
Entschuldigung. Mein Gott, da ging was in die falsche Richtung. So war das aber auch. Marianne, sag so was aber auch. Ja, ja, das ist alle was, ne? Ja. Oh, mein Schatz, du hast Mundgeruch. Oh, Mundgeruch. Wie kommt das? Hm? Jo. Was kriegst du zu fressen? Trockenfutter, sag. Gefällt mir nicht. Aber immer Nassfutter, das ist auch nichts. Schatzo. Hä? Da wird das auch nicht besser von. Du musst dir mal die Zähne putzen. Oder mit Odol. Ne? Gurgeln mit Odol, das soll ja helfen. Ach, Trine. Wir haben das schon mit diesen Dentasticks probiert, aber die frisst sie nicht. Ja, das ist nicht so einfach mit so einem eigenwilligen Hund. Und verwöhnt. Ne? Verwöhnt bist du, ja. Wer dich wohl so verwöhnt hat. Ja. Das ist nämlich das große Problem. Die ganzen Tiere, also sprich der Hund und die fünf Katzen, die hier da rumsausen, das sind ja eigentlich alles Tiere meiner Tochter. Meine Tochter ist ja ausgezogen, aber die Tiere sind ja hier. Der Hund lebt schon seit, ich weiß jetzt, 3 Jahre, glaube ich, bei uns. Der ist irgendwann mit seinem Kissen die Treppe runtergekommen. Unsere Tochter hat ja sonst oben gewohnt, in der oberen Wohnung. Hat der Hund sein Kissen im Maul gehabt und kommt mit seinem Kissen nach unten und hat gesagt, ich ziehe doch Oma und Opa. Das hat ihm hier wohl besser gefallen. Ja, und die Katzen sind ja Freigängerkatzen und die haben auch jedenfalls gedacht, och, da unten, das ist aber geil, wir bleiben da unten. Wir gehen da nicht mehr hoch. Ja, und wieder meine Tochter aus, oder unsere Tochter ausgezogen ist, hat wieder gesagt, wir sind ja eh alle bei euch, dann brauche ich die auch nicht mitnehmen. Da habe ich die ganze Bande hier an den Backen. Nanu, was hat sich denn jetzt hier verschoben? Hä? Ah, ich habe falsch gelaufen. Ja, so geht das dann. Ich glaube, ich muss andersrum fahren, sonst kriege ich das mit dem Abtankrohr, mit Abtankdings gebumst nicht so hin. Ne? Bin zwar jetzt bei der letzten Umrundung, wenn ich das richtig sehe. Ja, könnte doch klappen. Wir fahren erst einmal rund. Und dann tanken wir ab. Dann sehen wir ja, was Phase ist. Das sollte sich ausgehen. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Das andere Stück jetzt hier hinten rum, das ist ja länger. Aber pass mal auf, der letzte Meter, der fehlt mir nachher, aber das ist auch wurscht. Wurscht, wurscht, wurscht.
So. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja, so ähnlich habe ich es mir gedenkt. Da ist das Abtankrohr. Oh, hätte ja schon vorher aufgehört, ne? Ah Gott. Abtankrohr, ist gut. Oh wei, oh wei, oh wei. Wie kommen wir da drunter? Könnte unter Umständen knapp werden. Ich bin falsch gefahren. Ich müsste anders fahren. Das sehe ich gerade so. Guck mal. Jetzt fahren wir hier lang. Nee, ist auch verkehrt. Hier ist abgeerntet. Das ist schon mal gut. Da muss ich rum. Ah ja. Hier. Und dann geradeaus rüber. Guck mal, da sind wir da schon. Da, wo wir hinwollen. Das ist ja einfach. Ach, das ist ja einfach. So. Das habe ich mir wieder gedacht. Oh, Scheiße. Entschuldigung, ob ich das so krass sage, aber das passt doch wieder nicht. Da ist doch schon wieder Mist. Muss ich mal so sagen. Wer macht denn sowas? Womit kriege ich das denn jetzt da weg? Raus. Ich kann das ja auch nicht länger machen, ne? Es ist immer was anderes. Das kann doch nicht angehen. Ja. Ist ja doof. Das ist doof, das ist doof. Haben wir denn hier irgendwas? Überladewagen, aber die sind ja auch alle so hoch. Mara ist gut. Wo waren sie denn? Da. Wenn überhaupt, deren, ist auch so. Wenn überhaupt, dann der, ne? An der Erbsen? Wie ist überhaupt das Symbol für Erbsen? Erbsen. Also kann der keine Erbsen. Das haben wir schon mal. Nein, falsch. Das haben wir schon mal eruiert. Nix Erbse. Der könnte Erbsen, aber der ist auch. Der kann nur das. Wieso viel zu hoch? Das ist ja eins, das er alles kann. So. Aber das ist auch zu hoch.
denke ja. Scheißdreck. Anhänger. Bis zum Hof habe ich es nicht weit. Wenn der da drunter passt, will der Überladewagen auch da drunter passen, oder? Es ist ein Kreiz. Der ist auch so hoch. Ah, Mann, ey. Der? Die sind irgendwie alle so hoch, oder nicht? Ich probiere erstmal den Überladewagen. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Das ist doch schon wieder Kacke. Wir können selbst. Das gefällt mir nicht. Ach, Quack. Na ja, auch egal. Dann machen wir das so. Das ist doch alles Scheiße, wollte ich sagen. Komme ich garantiert auch nicht runter. Ey, das läuft aber momentan echt bescheiden. Ne? Wie gesagt, das Problem hatte ich ja mit dem Rübenernter das gleiche. Oder mit dem Moorrübenernter. Da passte der Anhänger auch nicht runter, den ich bei der Mission mit dabei gekriegt habe. Und hier hast du jetzt eine Erntemaschine, wo du auch keinen Anhänger drunter kriegst. Das ist schon doof. Dann hätte das genauso sein müssen mit so einem, ich sag mal, so eine Art Überladekorb. Ne? Ich kann das doch nicht alles mit so einem kleinen Fifi-Anhänger. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch, das ist zu hoch. Ach, Mann. Probleme über Probleme. Hätte dann so ein Band sein müssen wie bei dem Kartoffelvollernter, ne? was oben noch rüber geklappt ist. Oh nee, ne. Das glaubst du ja nicht. Gucken, ob ich jetzt mit dem da eventuell irgendwie ranziehen kann. Ich glaub's zwar nicht, aber das ist so ein Sack Haaresbreite, wie man so schön sagt, ne?
Klappt das? Tatsächlich. Schön ist es aber nicht. Ach, Marie. Na nun, das war's schon. Sieben, 3000, ach so, hat ja so einen kleinen. Heieiei, kommt ja auch nicht viel zusammen. Da muss ich den jetzt erstmal drei stellen. Das ist ja alles nicht. Fetten Drama. Aber das ist nicht schön. Das haben sie nicht gut gelöst hier. Das Band müsste einfach länger sein, höher rauskommen. Weicht? Weicht, wie ich meine. Ja, und der Ertrag ist jetzt auch nicht besonders viel bei Erbsen, ne? Muss ich feststellen. Das hält sich auch in Grenzen. Das nehmen wir noch mit als Stück. Das können wir nicht liegen lassen. Jede Erbse zählt. Das ist auch eine langwierige Sache, ne? Diese Erbsenernte. Aber es ist halt so. Kannst nichts dran machen. Da kannst du machen nichts, da musst du gucken zu. Juhu, juhu. Tja, bin mal gespannt, ob sich dann da mal Modder dran traut, das zu ändern. Also das ist irgendwie, das ist aber Kacke. So ist das Kacke. Muss man ja mal ganz klar so sagen. Das ist nicht an Gefallen tun. Ist das nicht.
Und es regnet schon wieder. Ist das geil. Also real. Da draußen. Da, da. Da, da, da. Ich zeige nach. Ja, ist auch wurscht. Die Kamera zeigt das ja wieder seitenverkehrt. Die Webcam. Die Webcam. Jo. Däh. Haben wir ein halbes Stündchen? Ich würde sagen, ich mache hier Schluss. Dauert hier alles sehr ewig. In den Tank geht ja nicht viel rein, also hier in den Bunker, und dann, bis ich da den Anhänger voll hätte, um den mal wegzubringen. Das lassen wir mal. Ich sage erstmal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch etwas gefallen. War ein bisschen blöd jetzt hier mit dem Abtanken, aber ne. Was willst du machen? Es ist mit, na, fährst du mal vorwärts. Es ist halt wie es ist. Ne? Ich habe das Ding nicht konstruiert, nicht gebaut. Ein Konstruktionsfehler. Und das ist der einzige Überladewagen, der da runterpasst. Ja, vielleicht die Kipper, dass die vielleicht auch gepasst hätten. Mag sein, aber ich weiß es nicht. Egal. Also, in diesem Sinne. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob ich dann noch das andere Feld mit den Erbsen runterruppe oder ob ich das schon fertig habe. Das Holz werde ich dann auf jeden Fall weghaben. Ja, schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, macht es gut und winke.